Die Megatrends zum Thema Versicherungen im Jahre 2030. Hallo und herzlich willkommen, das ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Abonniere unseren Kanal oben links, dann bist du up to date über das Thema Versicherungen, Steuern und Finanzen. Heute möchte ich dir 8 Megatrends zum Thema Versicherung oder rund ums Thema Versicherung vorstellen für das Jahr 2030. Also wir schauen ein bisschen in die Glaskugel. Denn die Unternehmensberatung Bearing Point hat eine Studie ausgearbeitet aufgrund von Trends, die jetzt schon bereits im Jahr 2021, wo ich dieses Video aufnehme, erkennbar sind und wie sich die auf das Jahr 2030 auswirken können. Der erste nennen sie Silver Society. Was ist damit gemeint? Mit Silver Society ist eigentlich gemeint, dass die Zunahme des Alters von Menschen im höheren Lebensalter gemeint ist. Das heißt, dass wir zunehmend eine sogenannte Überalterung haben, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt natürlich dann, dass die Bandbreite von Erwerbstätigen abnimmt, die Höhe der Steuereinnahmen auch verkleinert, aber die Rentenhöhe und wie lange im Grundsatz die Leute die Rente beziehen, natürlich höher wird. Das ist Trend Nummer 1. Trend Nummer 2 ist Gesundheit. Das heißt, die Fokussierung auf das Thema Gesundheit nimmt noch mehr zu. Das heißt im Grundsatz, es wird zuerst die Gesundheitserhaltung festgestellt primär und sekundär dann deren Absicherung. Das ist ein bisschen ein Thema. Das heißt natürlich, das geht dann über gesunde Ernährung, gesundes Verhalten bis auch zunehmend zu weiter sportlichen Aktivität. In die Summe hat das eine Bedeutung, dass die Gesundheit noch mehr an eine Rolle spielt im Grundsatz. Und das hat natürlich einen sehr starken Einfluss auf die Krankenversicherung. Thema Nummer 3 ist die Mobilität. Sie sagen natürlich, die Mobilität wird grundsätzlich abnehmen. Der Individualverkehr, also mit dem Auto in die Stadt fahren, wird je länger desto mehr verbannt. Das heißt aber, dafür nehmen parallele andere Formen an Wichtigkeit zu. Das ist zum Beispiel das E-Bike, E-Scooter, Drohnen und so weiter, werden das Auto in der Stadt fahren ersetzen, respektive ergänzen. Wenn man in die City will. Punkt Nummer 4 geht eigentlich auch ein bisschen dieses Thema, das nennt sich Urbanisierung. Bei der Urbanisierung ist es so, dass nur 30% 1950 in städtischen Gebieten gewohnt haben. Mittlerweile sind es 2021 rund 56%, die in einer urbanisierten Stadt oder Organisation wohnen. Und man sagt, dass das bis 2030 bis 60% zunehmen wird. Heißt natürlich auch, dass es einen massiven Ausbau an Infrastruktur braucht. Straßen, Wohn- und Bürogebäude bringen natürlich für Versicherer auch wiederum neue Möglichkeiten. Dann Punkt Nummer 5 ist Individualisierung. Das heißt, die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen und die Vielfalt der unterschiedlich parallel existierenden Prioritäten steht je länger desto mehr im Vordergrund. Das heißt, die Vervielfalt wird noch mehr zunehmen. Das heißt natürlich aber auch mit den Versicherungen, es wird mehr Produkte geben, in einer Lebensphase basierten Produkte. Dass man die klassischen Sparten anfängt zu trennen. Heute haben wir so Leben, Nicht-Leben, Krankenversicherungssparten, dass man die dann, sage ich einmal, nach Altersstufen trennt, was ich eigentlich noch sehr sinnvoll finde. Punkt Nummer 6 ist die Neoökologie. Das ist natürlich klar, der Klimawandel geht in Hand mit dem gesteigerten Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt, das wir jetzt mittlerweile haben. Das heißt, wir haben eine globale Tendenz zu einer nachhaltigen Entwicklung. Das heißt im Grundsatz, dass natürlich hier eine Rückbesinnung auf althergebrachte Lebensweisen stattfindet. Das heißt, man ist im Bereich Ernährung oder Bewirtschaftung im eigenen regionalen Umfeld wieder ein bisschen mehr näher, als man muss etwas global bestellen. Punkt Nummer 7, da haben wir den
größten Sprung gemacht und der geht noch weiter. Konnektivität. Das heißt, man sagt heute schon, sind durchschnittlich die Personen mit 4 verschiedenen Geräten mit dem Internet verbunden. 2030 gehen sie davon aus, dass sich das noch verdreifachen wird. Also nochmals ein steigendes Maß an Konnektivität zwischen Menschen und Menschen und auch zwischen Menschen und Maschinen geschehen wird. Entsprechend werden natürlich neue Versicherungsprodukte nicht nur schön ausgleichen, sondern auch konzipiert sein in Zukunft, dass sie aktiver als je zuvor an deren Verhütung und Risikobewertung in Echtzeit mitwirken. Und der letzte Punkt, Automatisierung. 2021 sind schon sehr viele Berufe entsprechend verschwunden. Diese werden natürlich durch Technologieautomatisierung ersetzt. Das gilt aber auch wiederum neue qualifizierte Berufe. Das heißt natürlich auch so Sektoren wie jetzt Dienstleistung, Bildung, Gesundheitswesen und Freizeit werden sich entsprechend deutlich verändern. Und das hat davon oder wird den Nachteil haben, dass die Besetzung vakanter Stellen im qualifizierten Bereich mit großer Mühe, Bemühungen für Umschulung und fortbildende Belegschaft erfordert. Das heißt, der Bedarf an manuellen Fähigkeiten geht natürlich dadurch zurück. Also das sind so ein bisschen die 8 Trends zu Thema Versicherungen. Sehr spannend, vieles haben wir bereits schon jetzt, vieles kommt noch. Was haltet ihr davon? Haut doch unten mal rein in den Comment, wenn ihr das so hört. Findet ihr das utopisch, findet ihr das realistisch? Was macht ihr schon für Erfahrungen zu diesen Themen? Megatrends, würde mich wundern nehmen. Wenn ihr es noch nicht seid, dann hoffentlich bald. Seidiesinschwung.ch. Lasst ein Like da für das Video und in dem Sinn bis zum nächsten Mal. Ciao!